So, herzlich willkommen zum React.js Meetup Leipzig, Modern React Modularization, schweres Wort. Kurzes Dankeschön erstmal an unsere Gastgeber, Envision, dass sie uns hier den Space hosten und an meinen Arbeitgeber, dass sie mir die Zeit hierfür abrechnen lassen. Kurz zu mir, einige kennen mich ja schon. Lauter, okay. Ich werde mich bemühen. Ich habe schon recht früh angefangen mit Programmieren. Das heißt, für heutige Verhältnisse wahrscheinlich recht spät, aber so hat sich das halt gewandelt. Ich digitale Medien und Spiele studiert und bin privat und beruflich halt in der Webentwicklung tätig. TypeScript schon ziemlich seit es existiert. Und mache auch gerne mal Firefox-Erweiterungen. Genau. Und aktuell arbeite ich für einen Kunden, wo eine modularisierte React-Anwendung für internationale Kunden in Entwicklung ist. Und dabei stand gute Architektur im Fokus und ein Micro-Frontend-Ansatz im Moment. Und da hatten wir halt viel Zeit, auch Technologien zu eruieren. Und das ist teilweise hier dabei mit in diese Serie eingeflossen. Das ist jetzt der fünfte Talk dazu. Es sind alles Live-Coding-Vorträge gewesen. Der letzte war mehr so ein bisschen Git-Stash-mäßig, weil es war einfach zu viel, um das in so einem kurzen Vortrag zu kriegen. Dieser hier wird wieder etwas entspannter sein. Genau, aber das ist so die Konklusion von all dem, was wir bisher hatten. Das führt das alles zusammen und zeigt mal, wie man das Ganze schön modularisieren kann. Der React-Testing-Vortrag, der da noch kommt, der steht noch nicht fest, wann der sein wird, aber wir schätzen mal so im März rum. Genau. Was steht auf der Agenda? Wir wollen es schaffen, dass wir einen Router einführen, das heißt anhand von der URL eine bestimmte Seite einführen. Dann wollen wir Lazy Loading für die To-Do-Seite. Wir haben eine To-Do-Applikation in den letzten Vorträgen gemacht, die wird hier genutzt. Und hier soll quasi unter slash to do lazy loaded eine Seite reinkommen. Dann werden wir Redux Dynamic Modules einfügen. Das ist ein Framework, was Microsoft entwickelt hat für die Azure-Plattform. Dort wird das genutzt. Entsprechend haben die da auch sehr viel Interesse dran, das weiterzuentwickeln. Genau, dann werden wir gucken, dass wir unsere Anwendung modularisieren und zum Schluss werden wir noch mal gucken, was dabei rausgekommen ist mit einer Bundle-Visualisierung. So, und dann geht es auch schon wieder zum Live-Coding. Schauen wir uns erstmal vielleicht die To-Do-Liste an. Das ist das, was wir modularisieren wollen. Und da gehen wir mal rein. So, ich habe hier wieder meine Steps-Geschichte. Ich mal den Task hier ab, damit ich weitermachen kann. Und das erste, was ich mache, ist mir einen Router zu installieren. Ich nehme hier mal meinen eigenen, der ist schon leichtgewichtig, aber vielleicht für Production solltet ihr eher einen bekannten nehmen. Genau, den habe ich im Übrigen auch in React mit Hooks geschrieben. Alle anderen waren irgendwie noch klassisch aufgebaut und ich hatte mal Interesse, mir einen selbst zu schreiben. Genau, den fügen wir hinzu. Jetzt ist der installiert worden. Jetzt können wir hier mal rangehen und wir sagen mal, wir haben eine App-Komponente, wo wir unsere Hauptseite im Moment drinstehen haben. Und hier wollen wir den Router nutzen. Und dazu sage ich hier Import Router from React Router TS. So. Und das bringt eine Router-Komponente. In die können wir nachher die Routen reintun. Ich schiebe die hier schon mal hoch. Und die erwartet einen Parameter, den, damit die, sagen wir mal, dieses Path-Matching nicht mit in der Library drin ist, damit man sich selbst raussuchen kann, wie leichtgewichtig oder schwergewichtig man das haben will. Und die simpelste Implementierung von dieser Router Match Factory ist einfach nur eine solche Funktion, die einen Pfad entgegennimmt und wenn der Pfad dem Pattern entspricht, dann liefere ich ein Objekt zurück und ansonsten null.
muss man jetzt nicht im Detail verstehen. Prinzipiell funktionieren die Router alle so unter der Haube. Ich sollte das auch mal per Default mit in die Library einbinden, dass da so eine simple Factory mit drin ist. Aber okay, wir haben einen Router. Ja? Was wir als nächstes brauchen, ist eine Root. Und eine Root ist quasi, man gibt dem Ganzen einen Pfad mit. Und da sagt man jetzt zum Beispiel unter slash to-do soll unsere To-Do-Liste erscheinen. Ja? So machen wir das. Wenn wir jetzt also oben in der URL slash to-do drin stehen haben, dann wird unsere To-Do-Liste angezeigt und ansonsten nichts. Das natürlich muss man irgendwie da hinkommen. Machen wir erstmal nochmal eine andere Route mit dem Pfad slash einfach für den Index. Und hier wollen wir auf diese andere Route verweisen mit einem Link. Da sagen wir Link. Die kriegt ein href von slash to-do. Und da schreiben wir to-do. Jetzt packen wir noch ein h2 hier rein. Und das nennen wir mal Modern React. So, und damit man wieder zum Homescreen zurückkommt, machen wir mal noch einen Link zurück. So, slash. Und das Ding nennen wir mal Home. Ich starte mal hier wieder die Anwendung, damit wir nochmal gucken können, ob das auch soweit funktioniert. Falsche Seite, da sind wir. So. Neu geladen. Noch baut er im Hintergrund. So, da haben wir hier Modern React, unseren To-Do-Link. Ich klicke drauf und wir kommen zu der normalen Ansicht. Ja, das ist unser erster Schritt gewesen. Wir wollten unseren Router haben. Wir haben unsere Routes hinzugefügt. So, das speichern wir mal und schicken das Ganze weg. Ja. Oh, ja, stimmt. Ganz vergessen. So. Dann machen wir das noch ein bisschen kleiner. So. Genau. So, und was wir jetzt als nächstes machen wollen, laut unserer Steps-Liste, die sollte ich mal fixen. Wir wollen unsere To-Do-Liste lazy loaden lassen. Unsere To-Do-Liste hier im Moment ist eine React-Komponente und wir wollen, dass die nicht komplett direkt mit der Anwendung mitkommt, wenn wir sie laden, sondern erst dann, wenn wir tatsächlich diesen Pfad aufrufen. Ja? Was wir dazu machen müssen, ist, anstatt die To-Do-Liste so zu importieren, müssen wir uns einen kleinen Helfer machen. Und da sagen wir const lazy to-do-list ist gleich react.lazy. Und dieses React Lazy bekommt eine Funktion, die ein Promise zurückliefert. Und da können wir das Dynamic Import nutzen. Und hier geben wir den Pfad zu dieser To-Do-Liste an. Das wäre hier in dem Fall slash To-Do-List slash Index. Den Index muss man hier mal manuell mit angeben. Bei den Compilern kann man hier den Index weglassen, bei den Barrel-Files, so nennen die sich. Aber hier bei den Dynamic Imports könnt ihr dann nicht sehen, was für Dateien tatsächlich extern irgendwo vorhanden sind. Entsprechend müssen wir das hier manuell mit angeben. So, jetzt haben wir hier eine Lazy To-Do-List. Können die Lazy To-Do-List hier nutzen, aber während das Ganze geladen wird, muss natürlich irgendwas angezeigt werden. Deswegen kommt hier ein Suspense rein. Das gibt es auch von React direkt, hat es auch automatisch importiert. Und hier gibt es ein Fallback. Und da sagt man dann, ich habe mal eine Komponente vorbereitet, die nennt sich Loading. Die zeigt einfach nur einen Ladetext an. So. Und da kommt unsere Lazy Loading List rein. Ja. Speichern. Und wenn wir uns jetzt mal hier die Seite anschauen, machen wir eben die DevTools auf. Im Network Panel sehen wir hier, es wurde die Source.js geladen. Wenn ich jetzt auf die To-Do klicke,
sieht man hier, es wurde eine To-Do mit einem Hash.js geladen. Heißt, wir haben es zumindest schon mal geschafft, dass die To-Do-Liste extrahiert wurde. Um das auch mal zu visualisieren, machen wir mal ein Bild von dem Ganzen. Dann sehen wir nämlich die Größen von den einzelnen Modulen, die hier gebaut werden. Und dann können wir auch direkt sehen, ob das soweit funktioniert, wie wir es wollten. So, das war das. Er lädt und lädt und lädt. Das ist im Übrigen nur so langsam, weil mein Antivirus, der mal von der Firma aufgezwungen wurde, irgendwie teilweise richtig langsam ist und das Ganze richtig runterzieht. Fragt mich nicht, warum. So, wir sehen hier eine Source.js. Wir sehen die To-Do-List.js und die To-Do-List.css auch. Das heißt, es wurde auch automatisch Bundle-Splitting hier betrieben, um eben diese To-Do-List möglichst auszulagern. Genau. So einfach haben wir hier quasi die To-Do-List ausgegliedert. Und je nachdem, wie umfangreich diese To-Do-List nachher ist, kann das natürlich auch ordentlich was an Kilobytes einsparen beim Start der Anwendung, wenn diese Anwendung nicht direkt im To-Do-Pfad liegt. So, lazy. Das Splitting hat Parcel intern gemacht, genau. Aber das ging ja auch mit Webpack theoretisch. Ich weiß noch nicht, ob man das da noch irgendwie manuell konfigurieren muss. Parcel ist das ja alles schön direkt nutzbar, ohne dass man irgendwas machen muss. So, genau. Was wäre das nächste, was wir machen wollen? Wir wollen uns Redux Dynamic Modules installieren. Ich werde hier zusätzlich auch noch Redux Dynamic Modules Saga installieren, weil wir in dieser Anwendung Sagas nutzen. Ihr könntet auch genauso gut Redux Dynamic Modules Funk installieren, wenn ihr Redux Funk nutzt. Zungenbrecher. Wenn man zwischen Deutsch und Englisch hin und her switcht. So. Wir haben jetzt Redux installiert. Das Dynamic Modules meine ich natürlich. So. Dabs. So. Und jetzt wollen wir mal, bevor wir irgendwas machen, fangen wir an, ein bisschen zu refactoren. Weil wir wollen das Ganze modularisieren. Heißt, als erstes mal ein bisschen Dateien rumschubsen. Ich habe dooferweise beim Durchprobieren des Ganzen festgestellt, dass meine IDE nicht mehr mit den Refactoren gut hinbekommt. Deswegen müssen wir da ein bisschen manuell mit ansetzen. Aber nur so zur Info, was wir hier haben, ist unseren Session-Reducer und Actions und so weiter, die To-Do-Reducer, Actions und so weiter. Und die werden wir jetzt einfach mal versuchen zu verschieben in einen Ordner Core. Wir erstellen also ein Core, ein Kernmodul erstmal und schauen dann nachher, dass wir dieses Kernmodul aufsplitten in zwei verschiedene Module. So, wir schieben das also hier rein in Core. Move. Da war schon ein fertiger Ordner, ist egal. So, und wie wir jetzt hier sehen, gibt es natürlich hier direkt komische Fehler, die eigentlich nicht da sein sollten. Aber speichern wir es erstmal ab. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was genau davon hier noch weg muss. Hier zum Beispiel, das hätte der refactoren müssen. Fragt mich nicht, warum er es nicht macht. So, und das ist, da geht er raus. In den Core? Nein. Hier ist einfach dahin. Das passt, das passt, das passt. Das passt nicht. So. Das ist die Root-Saga. Das ist der. Müsste jetzt nicht mehr sagen. Punkt, Punkt, Slash, sondern Punkt, Core, Slash. Nee, wir sind schon direkt in Punkt, Slash. So. Genau. Und dann muss der hier noch angepasst werden, denn der muss jetzt sagen Punkt, Core, Slash. Weil die jetzt alle da drin sind. Keine Bange, das ist heute nicht so eng mit der Zeit. Das sollte also alles passen. So, sagt er hier trotzdem noch irgendwas? Das müsste aber gehen. Ja. So, ich werde den mal bauen, einfach um zu checken, ob irgendwo noch Referenzen nicht korrekt umgebogen wurden. Und wie man sieht, es gibt tatsächlich noch welche. Wahrscheinlich in den Komponenten, ja.
So, dann machen wir das doch mal wie folgt. Wir suchen mal das Slash To Do. Und dann müsste hier irgendwo. Nein. Da. Core Slash. Ja, falsch rum. Geh mir nicht aus dem Weg. So. Das. Dann haben wir hier auch wieder. Ich möchte mal wissen, warum meine IDE das nicht mehr hinkriegt mit dem Refactoren. Irgendwie spielt die in letzter Zeit immer mehr und mehr verrückt. So. Vielleicht muss man die Dateien auch einzeln irgendwie rumziehen. So. Eine haben wir noch. So, das scheint soweit schon mal ganz gut zu sein. Das baut. Refactor. Ja. Hat alles geklappt. So. Ist also einfach nur um Bewegen von Dateien bisher gewesen. Ja? Was wir jetzt aber machen müssen, ist tatsächlich ein Modul mal zu erstellen und dieses Redux Dynamic Modules nutzen. Was wir dazu erstmal machen müssen, ist, wir erstellen uns hier ein Modul Export Default. Das ist einfach eine Funktion. So, die ein Objekt zurückliefert. Und damit wir hier sicher sein können, was das für ein Typ ist, geben wir hier einfach mal den Typ auch an. Den müssen wir vorher importieren. Und zwar Import, das ist so ein iSaga-Module from React Redux Modules Saga. Ja, das ist einfach so eine Definition. Und das ist unser Return-Type vom Typ Root State im Moment. Ja. Und was das Ding hier zurückliefert, ist als erstes eine ID. Die nennen wir jetzt mal Core, damit nachher dieses Modul identifiziert werden kann und geguckt werden kann, ob es geladen werden muss oder nicht. Und dann können wir hier nochmal gucken, was wir sonst noch hinzufügen. Und das wäre hier in dem Fall eine Reducer Map. Und die besagt, wir wollen einen Core haben. Das ist unser neues Modul, da kommen wir gleich zu. Und da sagen wir, Combine Reducers war das, glaube ich. Genau. So. Und in dieses Combine Reducers packen wir unsere üblichen Verdächtigen rein. Die Session mit dem Session Reducer. Ups. Session Reducer. Und unsere To-Do mit unserem To-Do-Reducer. So, jetzt meckert er hier natürlich, weil unser Root State, der ist noch auf die alte Art und Weise aufgebaut. Wir müssen nämlich jetzt dafür sorgen, dass wir im Root State pro Modul ein Attribut haben, damit wir möglichst Konflikte mit anderen Modulen vermeiden können. Zumindest haben wir das bei uns so gemacht, damit es da recht konfliktfrei vorangeht. Und zwar sagen wir einfach nur, wir rücken das Ganze eine Ebene ein und machen dann ein Core-Modul draus. Ja? Das Ganze speichern wir jetzt mal. Ich werde das auch gleich mal umbenennen in Core Module State. So, dann haben wir die To-Do-Liste auch gleich durch. Das wäre hier alles. Wieso sind denn hier noch deleted Dateien offen? Komisch. So, was der hier auch schon direkt anmeckert, in den Selektoren müssen wir natürlich hier jetzt den State anders nutzen. Das ist im Übrigen einer der schönen Vorteile, wenn man Selektoren nutzt, anstatt direkt auf den State zuzugreifen, wenn man jetzt irgendwie React Redux nutzt und dann im Connect State to Props quasi direkt drauf zugreift, dann müsste man alle Stellen in den Komponenten anpassen. Und hier müssen wir nur diese Selektor-Funktion einmal anpassen, wenn wir das refactored haben. So, das muss natürlich auch in dem anderen gemacht werden.
core.session. Und jetzt können wir hier gucken. Hier müsste jetzt theoretisch das Ganze funktionieren. Jetzt meckert er hier noch. Habe ich noch vergessen? Stimmt. To-dos. Korrekt. So. Und dann sehen wir schon, hat das alles soweit geklappt. Export das. So, das ist unsere Moduldefinition. Also es ist prinzipiell einfach nur so ein JSON-Objekt, sagen wir mal so, simpel gesagt. Und das wollen wir von irgendwo nutzen. Und das machen wir hier, wo wir normalerweise unseren Redux-Store erstellen, können wir den ganzen Kram hier uns sparen. Denn wir müssen nicht mehr wissen, wo die Reducer sind, das haben wir im Modul gemacht. Die Saga Middlewares erstellen wir anders. Ja? Die müssen wir auch nicht mehr starten. Das kommt alles weg. Und was wir hier eigentlich nur machen, ist ein Return Create Store. Allerdings nicht der von Redux, da wird mir hier doverweise wieder das Falsche vorgeschlagen. Das muss ich manuell importieren. Wo ist, was zum Henker ist mit meiner... So, jetzt geht die Maus wieder. Touchpads. Import create store from React Redux Dynamic Modules. Ja? Den hier nehmen wir jetzt, das ist eine andere. Und die bekommt als erstes ein Objekt übergeben. Dieses Objekt definiert, was wir eigentlich machen wollen. Können wir mal reingucken, was da drin steht. Die meisten dieser Dinge können wir erstmal ignorieren. Man könnte zum Beispiel einen initialen State mit reingeben, dass man den State schon vorbüffelt. Müssen wir nicht, denn wenn wir es einfach so machen, wird ein leeres Objekt einfach quasi vorgegeben und den Initial-State von den Reducern, die werden automatisch von dem Redux Dynamic Modules hinzugefügt. Heißt, was wir hier eigentlich nur machen müssen, ist die Extensions hinzufügen. Das ist eine Liste und hier sagen wir Saga, create Saga Middleware. Nee, das war es nicht. Was war das? Saga Extension war das eigentlich. Get Saga Extension, genau. So heißt das. So, und jetzt können wir den ganzen Kram hier wegschmeißen. Und dann sind wir schon fast soweit. Jetzt müssen wir noch das Modul importieren. Ich mache es hier mal manuell, weil der den sonst nicht findet. Import Core Module. Nee. Lass mal klein, Core Module, weil es eine Funktion ist. From, das ist ja der Default Import von Punkt slash Core slash Module. Ja. Und da sagen wir hier einfach Komma Core Module. Ja. Was das bedeutet, ist jetzt prinzipiell, dass wir hier. Laptop-Tastaturen. So. Was das bedeutet, wir haben erstmal die ganzen Abhängigkeiten rausgeholt aus dem Create Store. Das heißt, der Create Store, den kümmert es überhaupt nicht mehr, was für Reducer da drin stecken. Der muss erstmal nur wissen, was für ein Modul muss er laden. Selbst das könnten wir theoretisch rauslassen, wenn wir gar kein Basismodul haben wollen. Aber da kommen wir später zu, wie man die dynamisch nachlädt. So, wir haben jetzt gesagt, das Core-Modul muss geladen werden. Und das war's. Sagen wir direkt mal npm start und gucken mal, ob unsere Anwendung noch so weit läuft. Das ist ja irgendwie wichtig. Wir wollen ja genau denselben State haben wie vorher jetzt im Moment. Nur, dass sich etwas ändert. Und zwar, dass das jetzt mit den Dynamic Modules klappt. So. Wir laden es. Wir gehen drauf. Okay. Eigentlich sollte der ja jetzt was zeigen. Stimmt. Ich hatte was vergessen in dem Modul. Und zwar, wir hatten die Sagas hinzugefügt in dem Modul. Was wir da hier jetzt machen können, ist Komma Sagas. Das ist ein Array. Und früher haben wir gesagt, wir wollen hier diese Root-Saga ausführen. Da haben wir dann alle Sagas drin aufgelistet. Ja? Das können wir uns jetzt sparen, können das
Code-Saga-Ding hier uns einfach mal löschen und können hier direkt die Sagas von den jeweiligen Reducern, von den jeweiligen Modulen, die wir da drin haben, also wenn man sie Module nennen kann jetzt in dem Fall, kann man hier sie direkt auflisten und alle Sagas, die hier in der Liste sind, werden direkt am Anfang ausgeführt. Ja? Es gibt sogar hier theoretisch die Möglichkeit, Initial Actions und Final Actions direkt am Anfang Redux Actions zu dispatchen, wenn man es unbedingt möchte. Hat sich jetzt vor uns sich nicht ergeben, weil es meistens mit den Sagas dann auch direkt einhergegangen ist. So. Und wie wir hier sehen, ist unsere To-Do-Liste noch weiterhin zu sehen. Das Einzige, was sich geändert hat, wenn man sich den State ansieht, ist nicht mehr hier direkt Session und To-Dos drin zu sehen, sondern es ist in dem Core State drin. Ja? So. Und jetzt wollen wir natürlich gucken, dass wir die To-Dos da auch noch mit rauskriegen. Da kommen wir gleich zu. Was ist jetzt hier gewesen? So. Dann speichern wir das Ganze mal ab als Core-Modul. Erster Schritt, erstmal ein Modul erstellen. Jetzt können wir anfangen, die Sachen rauszurefactoren. Ich räume hier mal ein bisschen auf. Close to the right. Und da auch. So, Create Module haben wir. Und jetzt wollen wir das To-Do-Module mal aussortieren. Was wir hier haben, ist ein neuer Ordner. Vielleicht mal hier den leeren Ordner, der ist noch vom Test da gewesen. So, und jetzt wollen wir hier den To-Dos-Kram rüberschieben. Der kommt rüber. Den State und können wir uns kopieren und hier drüben nochmal ein bisschen anpassen. Das wird unser To-Do-State und der kommt hier in To-Do rein. So, und hier ist natürlich entsprechend nur To-Dos drin. Und im Original nehmen wir die To-Dos raus. So weit, so gut. Jetzt können wir uns hier noch das auch noch kopieren. Und hier den To-Do-Kram rausschmeißen. Es gibt hier keine Sagas bei den Sessions im Moment. Deswegen nehmen wir die auch komplett raus. Und sagen jetzt einfach, im Übrigen, wenn ich jetzt zu schnell bin, sagt ruhig Bescheid. Wir wollen unser To-Do-Modul hier anpassen. Und hier brauchen wir natürlich eine neue To-Do-ID. Und unsere To-Do-Reducers und die To-Do-Saga. Und mehr muss ja eigentlich nicht gemacht werden. Und hier muss natürlich das To-Do-Module-State sein. So. Und das Ding ist auch To-Do offensichtlich. So, wir haben also den Teil erledigt. Der State ist entsprechend angepasst. Lediglich die Selektoren müssen wir hier noch anpassen. Denn hier steht natürlich auch noch Core-Modul drin, deswegen muss hier To-Do-Modul drin stehen. Entsprechend hier To-Do. Also nur so zur Info, in dem State steht ja trotzdem immer noch von JavaScript-Seite steht der komplette State nachher drin. Ja? Aber wir haben hier im Moment nur die Informationen vom To-Do-Modul. Ja? Das schafft so ein bisschen getrennte Abhängigkeiten, sag ich mal so. Beziehungsweise keine Vermischung von Abhängigkeiten. So, das waren die. Gibt es hier noch irgendwas, was ich vergessen habe? NPM Run Build mal kurz durchlaufen lassen, ob irgendwo noch Fehler sind. Ja, irgendwo habe ich noch was vergessen. Genau. So, hier haben wir natürlich einmal nochmal raus, dann in Core, dann in Session. Weil wir da das Session von dem To-Do aus nutzen. Noch was vergessen? Genau. Hier ist natürlich die To-Dos, können wir direkt mal suchen nach Core/To-Do.
Denn die müssen jetzt aus To-Do slash To-Do kommen. Jetzt ist ein bisschen Refactoring involviert, aber es zahlt sich nachher aus. Wir haben bei uns tatsächlich festgestellt, der Code wird dadurch durch diese Modularisierung wesentlich übersichtlicher und man kann wesentlich schöner damit arbeiten, wenn man sich das schön strukturiert. So, schauen wir nochmal. Jetzt müsste es hoffentlich durchlaufen. Ja, das sieht gut aus. Die können wir schon mal reintun. So, was wir jetzt allerdings gemacht haben, ist, wir haben das To-Do-Modul erstellt, aber wir laden weiterhin im Moment nur das Core-Modul. Ich würde jetzt hier einfach nochmal direkt das To-Do-Modul mitladen, einfach um zu gucken, ob das jetzt im Moment ganz normal weiter funktioniert. Und später kümmern wir uns darum, dass das dynamisch nachgeladen wird. So. Genau, und jetzt wollen wir das Ganze nochmal starten, zu gucken, ob unsere Anwendung noch normal läuft. So, es hat sich jetzt von der Anwendungssicht aus nicht wirklich was verändert. Für die sieht immer noch alles gleich aus, aber wir haben unsere Struktur darunter geändert. Jetzt ist es allerdings so, wenn wir hier die Start-Applikation starten, haben wir trotzdem hier unseren To-Do-State mit drin, also unser To-Do-Modul. Das wollen wir idealerweise auch nicht direkt mit drin haben, weil da sollen ja nicht die ganzen Sagas und sonst was alles mitlaufen und der State soll nicht vollgemüllt werden mit allen möglichen Sachen. Entsprechend versuchen wir das natürlich dynamisch nachzuladen. So, was wir dafür machen, nachdem ich das einfach hier mal kurz committe. So, To-Do ist den Kram hier wieder rauszunehmen und nur das Core-Modul drin zu haben. Und dann wollen wir das andere Modul dynamisch nachladen, wenn es tatsächlich gebraucht wird. Und das machen wir in unserer To-Do-List. Wir erinnern uns, die To-Do-List haben wir schon lazy geloadet. Entsprechend können wir jetzt, wenn wir das hier machen, das nochmal rauszögern mit den Modulen. Aber selbst ohne das Lazy Loading würde hier dieses Dynamic Module Loader schon direkt so funktionieren, dass es die Module erst lädt, wenn tatsächlich die Anwendung angezeigt wird. Was ich jetzt mal mache, ist hier einen Namen für dieses Ganze hier anzugeben, damit wir das wrappen können. Diese To-Do-Liste wird nämlich jetzt in einen Dynamic Module Loader hinzugefügt. Und hier sage ich jetzt Export Default. So. Und hier kommt dann Dynamic Module Loader mit den Modules, das ein Array ist. Und hier kommt das To-Do Module rein. Das holen wir uns gleich noch. Und hier kommt die To-Do-List rein. So, das müssen wir noch importieren, logischerweise. Das können wir direkt mal hier machen. Import from Punkt slash Redux slash to do slash module. So, haben wir das importiert. Einfach nur so schnell gerappt. Ich frage mich immer, warum die da nicht irgendwie eine Higher Order Component für gemacht haben, die das Ganze etwas schöner gestaltet, aber haben sie nicht gemacht und naja, müssen wir mit leben. Aber wir sehen gleich, da kann man auch noch andere schöne Sachen machen. So, die Anwendung neu geladen. Schauen wir uns den State an. Ist es nur noch Core drin? Gehen wir auf die To-Do-App, kommt hier plötzlich To-Do dazu und entsprechend auch alle Sagas werden korrekt gestartet. Wenn wir hier wieder rausgehen, ist der State wieder weg. Ja. Nice and easy. Dynamic Module. So. Jetzt gehen uns langsam die Aufgaben hier aus. Dum, dum, dum. Genau. Und dann hatte ich mir noch irgendwie überlegt, während des Schreibens dieses Talks könnte man das Ganze
die ganze Logik, die dahinter steckt im Moment, die ganzen Reducer, die könnte man theoretisch auch noch auslagern. Und da habe ich mir so ein Konzept überlegt, Lazy Dynamic Module Loader. So, das Ganze sieht so aus. Das ist eine React-Komponente, die Imports entgegennimmt, ein Loading-Attribut und entsprechend sich die JavaScript-Dateien quasi runterlädt und danach das entsprechend anzeigt. Es funktioniert quasi ähnlich wie das React Lazy, nur dass wir das direkt nutzen können für unseren Dynamic Module Loader. Und da sagen wir einfach Lazy Dynamic Module Loader. Können wir auch direkt so schön nutzen, dass wir hier sagen so. Und die Imports, ups, sind ein Array von Funktionen, wie wir sie bei dem React Lazy auch schon hatten, eine Funktion, die einen Import durchführt. Und hier sagen wir Punkt, was war das? Punkt, Punkt, Slash, ne? Punkt, Punkt, Slash, Punkt, Punkt, Slash, Redux, Slash, To-Do, Slash, Module. Und natürlich ein Loading, dass solange der lädt, entsprechend hier nicht irgendwie nichts dasteht, sondern eine Loading-Komponente angezeigt wird. Das kann ein Spinner sein oder ein Text. Ich habe jetzt hier erstmal einfach nur einen Text gemacht. So. Das. Das kann entsprechend raus. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, uns den Network-Tab anschauen. Ist das mit dem Network-Tab lesbar? Ich weiß nicht, ob ich vergrößern kann. So. Einfach nochmal zum Zeigen. Wir haben die Source.js und die Source.css geladen. Und jetzt klicke ich auf To-Do. Und plötzlich kommt hier die To-Do-List.js und To-Do-List.css mit dazu und die Module.js. Gut, der Name Module ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn da jetzt mehrere Module hinzukommen, aber prinzipiell haben wir gezeigt, man kann auch solche Sachen auslagern. Und wie das Ganze dann nachher tatsächlich aussieht, da kommen wir gleich zu. Ich sage hier einfach mal schon mal Lazy Module. So. Ich mache das mal alles weg. Jetzt sind wir soweit durch. Und jetzt gibt es so ein schönes Plugin hier für Parcel. Nennt sich Bundle Visualizer. Vorsicht, mit S geschrieben, nicht mit Z. Und wenn man den installiert und ein Bild von der Anwendung macht, dann spuckt er einen HTML-Report aus, wo man schön sehen kann, wie groß sind überhaupt die Sachen, die ich importiert habe. Beziehungsweise, was macht den Großteil meiner Anwendung aus? So, und jetzt wollen wir hier mal ein Bild starten. Ups, nee. Ich nehme mal den Befehl hier ohne Source Maps, weil die Source Maps, die nehmen sehr viel Screen Space ein und entsprechend wird das etwas unübersichtlich und die sind ja auch nicht das, was der Endkunde nachher sieht. So, und dann hat man hier im Dist-Ordner, habe ich vielleicht sogar den Ordner schon offen hier irgendwo, gehe ich schon mal rein. In dem Dist-Ordner kommt dann eine Report-HTML, die wir entsprechend mit dem Browser öffnen können. Ah, habe ich den noch hier irgendwo? Da. So. Genau. Und was wir hier schön sehen, wir haben einen Teil, das ist unser Hauptmodul, das ist unsere Source.js, die beinhaltet die meisten unserer Abhängigkeiten, die wir so haben. Ja? Da ist hier zum Beispiel RxJS ziemlich groß drin. Keine Ahnung, wofür das alles gebraucht wird, vor allen Dingen ZipJS, warum braucht man das in der Anwendung? Das müsste man alles mal irgendwie schön eruieren, was genau davon überhaupt gebraucht wird. Und deswegen halt mal gucken, wo kann man vielleicht Module nutzen, die weniger Abhängigkeiten haben, sodass man hier nicht gleich einen halben Megabyte an Anwendung hat für eine winzige To-Do-List. Ne?
React DOM wird man wahrscheinlich kaum irgendwie wegkriegen, braucht man, aber vielleicht kriegt man auch mit Tree Shaking hier einige Sachen weg. Ich habe hier dooferweise versucht, also ich habe versucht, Tree Shaking hier anzuwenden. Das ist bei Parcel 1 noch experimentell und es hat leider mit dem Redux Saga nicht geklappt, aber prinzipiell kriegt man dadurch auch nochmal was reduziert. So, aber was man hier halt schön sieht, es ist alles schön aufgesplittet worden in zwei verschiedene, mehrere verschiedene Module hier. Einmal halt das Source.js, dann haben wir das Module.js, was hier entsprechend auch die Source-Dateien mit beinhaltet, die wir in den entsprechenden Modulen noch extra genutzt haben, die wir von nirgendwo anders genutzt haben. Also hier die Reducer zum Beispiel, die müssen ja tatsächlich nur von dem Modul gekannt werden und entsprechend müssen sie erst dann geladen werden. Die muss man ja nicht in der Hauptapplikation drin haben. Lustigerweise erscheint hier auch Redux Saga drin. Ich schätze mal, weil dieses Modul das einzige ist, was den Teil von Redux Saga nutzt und entsprechend das mitbundelt. Dann haben wir hier unsere To-Do-Liste, die auch wieder Source beinhaltet. Teilweise noch ein bisschen Redux hier. Und auch da sind noch Module drin, zum Beispiel TS-Keycode Enum wird scheinbar auch nur dort genutzt. Wenn man verhindern will, dass die in den einzelnen Modulen landen, kann man einfach ein normales Import innerhalb des Hauptprojekts machen und dann werden die dort mitgebundelt und an die anderen Module ausgeliefert. Genau. So kann man halt schön inspizieren nochmal, was ist da überhaupt rausgekommen und was für Module, in was für Bundles wurde das Ganze gesplittet nachher. Ja, genau. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast durch. Nee, eigentlich schon komplett durch. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ein paar Referenzen, React.js Code Splitting, da wird das mit dem React Lazy nochmal aufgezeigt. Dann Redux Dynamic Modules, das hat uns sehr geholfen, den Code echt schön zu organisieren, kann ich nur empfehlen. Geht wie gesagt auch für Redux Thunk. Genau, und die GitHub-Adresse zeigt natürlich auch wieder den kompletten Vortrag, den ich hier hatte, schon mal vorbereitet, ist auch jetzt schon online. Da wird auch das Video nachher nochmal online gestellt. Derzeit ist derjenige, der das Video hochlädt, im Urlaub. Deswegen dauert es noch ein bisschen, auch für den letzten Vortrag noch, bis das online ist. Aber ihr könnt euch ja notfalls da subscriben zu dem Repo und dann bekommt ihr das mit. Genau. Und einen Vortrag gibt es dann noch, das Testing. Das wird wahrscheinlich im März stattfinden. Genau. Fragen dazu noch? Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ah, ja. Das mag sein. Da könnte man wahrscheinlich auch eine Kombination mit irgendwie machen. Das war jetzt einfach nur so ein Prototypen, Proof of Concept, dass es überhaupt machbar ist. Und jetzt könnte man natürlich hingehen und gucken, ob man diese Lazy-Komponente so umschreibt, dass sie gleichzeitig auch die React-Komponente mitlädt und entsprechend anzeigbar gestaltet. Ne? Bisher noch nicht. Wir sind da gerade noch ein bisschen in der Findung, sagen wir mal so, in der Firma, also im Projekt, wo wir gerade sind. Diese Komponente habe ich direkt für einen Vortrag geschrieben, weil ich mir halt gesagt habe, passt. Kann man mal zeigen. Also, die ist auch mit hochgeschoben, wenn ihr sie euch im Detail anschauen wollt. Das ist auch wirklich nur sehr rudimentär implementiert. Das ist jetzt nicht wirklich Production Value, ja. Ja, aber wie gesagt, wenn man einfach nur irgendeine Komponente mit anzeigen will, wo man nichts übergeben muss oder so, kann man ja direkt das ganz leicht umschreiben, dass dann die Komponente mitgeladen wird. Wenn du wieder auf die Startseite gegangen bist, dass der State direkt zurückgesetzt wird oder entfernt wird. Heißt das dann jetzt, dass jedes Mal, wenn ich dann wieder in die To-Do-Liste reingehe, wird dann auch wieder der State neu aufgebaut, das heißt im Zweifelsfall vom Server geladen? Korrekt. Hast du da Kontrolle drüber? So wie ich das bisher gelesen habe, ist da keine Möglichkeit drin. Das heißt, man müsste sich, wenn man einen gewissen State sich behalten möchte, müsste man sich entsprechend
vielleicht eine Redux-Middleware oder sowas dafür dann noch selbst schreiben, dass man, da gibt es glaube ich sogar schon existierende Middlewares für, die man nutzen könnte, aber jetzt direkt in Redux Dynamic Modules ist das nicht vorgesehen. Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, dass man sich das dann in einem separaten Teil des States nochmal speichert für die Erinnerungen nachher. Aber ja, da bin ich auch schon drüber gestolpert. Aber bei uns in der Anwendung ist das tatsächlich jetzt nicht so problematisch. Das ist eher praktisch, dass die Sachen komplett neu geladen werden. Eher als ob man wirklich einen kompletten Page-Refresh macht, also als ob man wirklich auf eine andere Seite geht. Weil der State ist halt frisch. Genau, das Einzige, was halt nicht neu geladen wird, sind die, sag schon, die JavaScript-Dateien, weil die müssen halt nur einmal vom Browser geladen werden, sobald sie da sind. Ist das nächste Mal anklicken halt nochmal eine Ecke schneller. Aber wenn du halt Daten fetchen musst, kommen die halt neu, was halt in unserem Fall zumindest auch eigentlich gewollt ist, dass wir neue Daten bekommen. In anderen Fällen will man sich was vielleicht merken. Speichert man sich das entweder über eine Middleware, in einem State ab, oder man speichert es sich in einem Local Storage oder wo auch immer man es gerade als sinnvoll erachtet. Jo. Aber genau das will man ja dann vielleicht auch erreichen mit Modularisierung. Und das kommt dann natürlich auch auf den extrem auf den Anwendungsfall an. Also wenn man versucht, Dativ oder SAP nachzuprogrammieren, dann macht es vielleicht Sinn, irgendwie Rechnungswesen dann als eigenen Posten dann irgendwie reinzunehmen, der dann auch wirklich komplett abgeschlossen ist, weitestgehend, ja, bis auf das bisschen, was dann im Kern ist. Und der, wenn du dann davon rausgehst, das dann auch nicht mehr brauchst. Genau. Also die To-Do-Listen-App ist natürlich dann Quatsch, aber. Naja, die To-Do-List, die wir hier geschrieben haben, die ist ja. Tut ja so, als ob die auf dem Server Sachen speichert. Ja? Also die haben wir so geschrieben, dass sie zwar in Session in Local Storage speichert, aber prinzipiell werden die Daten ja irgendwo abgelegt. Und die werden halt jedes Mal neu gefetcht, wenn man die To-Do-List neu öffnet. Aber das ist ja zumindest bei der To-Do-List auch wahrscheinlich gewünscht, weil man ja in der Zwischenzeit irgendwo von einem anderen Gerät aus die To-Do-Liste wieder verändert haben könnte. Ja? In dem Anwendungsfall, den Microsoft hat, Azure, ist das, denke ich, auch sehr häufig der Fall, dass einfach so eine Anwendung ihren State eh neu holen muss. Und entsprechend ist das sinnvoll. Für gewisse Sachen, wo sich die Dinger gemerkt werden, ist das vielleicht auch sinnvoll, sich halt tatsächlich mal ein paar Sachen zu merken, auch wenn die Komponente nicht mehr geladen wird. Es gibt hier auf jeden Fall Redux-Actions, die dispatched werden, sobald ein Modul entladen oder geladen wird. Das heißt, man kann auch auf diese Actions hören und entsprechend sich nochmal den State sichern und wiederherstellen. Ja. Da gibt es auf jeden Fall sehr viele Anbindungsmöglichkeiten für diese Szenarien. Ja. Jo, dann vielen Dank.